Guten Morgen und herzlich willkommen, Katharina Dröge. Es ist ein bisschen verwirrend. Jetzt hatten wir uns gerade gemerkt, dass im Außenministerium an einer großen China-Strategie gearbeitet wird und erste Ideen sind schon nach außen gedrungen. Jetzt überholt quasi der Wirtschaftsminister und lässt aus seinem Ministerium Informationen herausdringen, dass es für die Wirtschaft ganz neue und auch strengere Regeln möglicherweise geben soll im Umgang mit China. Ist das so eine Art Wettlauf bei Ihren beiden Spitzen, wer die neue China-Politik prägt? Nein, das ist nicht so. Die Bundesregierung arbeitet an einer China-Strategie. Aber richtig ist, dass alle Ministerien natürlich zuliefern müssen. Es läuft ja nicht so, dass der Kanzler oder die Außenministerin sagt, so, das ist es. Und alle anderen Ministerien sagen, aha. Sondern es ist jedes Ministerium gefragt, seinen Beitrag zu leisten. Natürlich auch das Wirtschaftsministerium, weil gerade in der wirtschaftlichen Verflechtung zwischen China und der Europäischen Union liegen große Aufgaben für uns auch politisch. Wir haben uns im Koalitionsvertrag darauf verständigt, eine stärkere strategische Souveränität zu gewinnen mit Blick auf China und uns klarer aufzustellen. Das klingt natürlich gut. Man will souveräner werden, man will Abhängigkeiten lösen. Aber man muss ja auch mal gucken, wie die Realität jetzt gerade ist. Wir sind mit China noch viel tiefer verwoben, als wir das mit Russland jemals waren. Da geht es nicht nur um Rohstoffe, da geht es um Vorprodukte, da geht es im Moment um Medikamente, die uns hier fehlen. Und gleichzeitig ist es ein großer Markt für die deutsche Industrie. Also ist es richtig, da jetzt auf so eine Art Alarmismus zu setzen, obwohl man doch sehr behutsam vorgehen muss? Also aus den Fehlern der Vergangenheit zu lernen, und das gilt es, wenn man sich anschaut, wie die deutsche Russlandpolitik der letzten Jahrzehnte war, heißt das, dass man nie wieder so abhängig werden darf, so einseitig abhängig werden darf von einem Land, das unsere Werte nicht teilt. Mit Blick auf China sind die Herausforderungen deutlich größer wirtschaftlich als die mit Blick auf Russland. Und die Botschaft ist auch ganz klar, es kann und wird keine vollständige Entkopplung von China geben. Was es braucht, ist eine bessere Risikoanalyse mit Blick auf Abhängigkeiten, gerade bei kritischer Infrastruktur hier vor Ort, aber eben auch mit Blick auf einzelne Unternehmen, die sagen, wenn ich komplett in China investiere, wenn ich zu abhängig bin von China, dann gehe ich da auch ein erhebliches Risiko für mein eigenes Geschäftsmodell ein. Darüber müssen wir diskutieren. Diskutieren, aber die Wirtschaft ist natürlich in ihren Entscheidungen grundsätzlich frei. Wollen Sie das verbieten, dass beispielsweise BASF oder VW weiter in solchem Umfang in China investiert? Nein, wir können das nicht verbieten. Wir wollen das nicht verbieten. Was wir uns anschauen müssen, ist zum Beispiel unsere kritische Infrastruktur hier vor Ort. Und da sage ich beispielsweise bei Mobilfunknetzen, die relevant sind für das Funktionieren unserer Wirtschaft, da sollten chinesische Anbieter nicht mehr Komponenten verbauen. Und das ist etwas, wo wir stärker hinschauen können, auch rechtlich. Für Unternehmen gilt ansonsten, wir wollen fördern, dass sie sich ihre Lieferketten anschauen. Wir wollen fördern, dass sie sich auch in anderen Regionen der Welt stärker wirtschaftlich betätigen. Deswegen beispielsweise die Reise der Außenministerin nach Indien nochmal, um dort Partnerschaften abzuschließen. Oder die Reise des Wirtschaftsministers nach Namibia. Alternativen auch auszuloten. Die Warnungen, die aber aus dem Wirtschaftsministerium kommen, sind drastisch. Man rechne quasi fest mit einer Invasion in Taiwan. Wenn ich davon ausgehe, dass ein Land einen Krieg vorbereitet, muss ich dann nicht noch stärker auf die Bremse treten, was die Art von Kooperation angeht? Also ich kann das so nicht bestätigen, dass das etwas ist, was die Bundesregierung gemeinsam so sieht, sondern wir sagen stattdessen, wir verfolgen eine Ein-China-Politik. Wir verfolgen sehr gute Beziehungen auch mit Taiwan und wir appellieren immer an alle, dass es nur zu einer friedlichen Veränderung des Status quo kommen kann. Und wir appellieren an alle Beteiligten, dass eine Deeskalation der Lage notwendig ist. Wir wagen hier keine Prognosen oder Spekulationen. Das ist eine wichtige Botschaft aus meiner Sicht. Was aber wichtig ist, ist, dass man sich Risikoanalysen macht und genau auch Abhängigkeiten anschaut. Und beispielsweise mit Blick auf den Markt für Halbleiter ist die Europäische Union viel zu abhängig und muss sich breiter aufstellen. Also etwas vorsichtigere Töne jetzt von Ihnen als das, was wir bislang auch nur über die Presse aus dem Wirtschaftsministerium gehört haben. Aber es bleibt eine Herausforderung, der Umgang mit China. Danke für die Erläuterung heute Morgen.